Ach, ich habe eine Frage, und zwar, was ist das Urteil über denjenigen, der abhängig von einer Sünde ist und diese Sünde immer wieder wiederholt, aber halt nicht von ihr wegkommt, zum Beispiel mit dem Rauchen oder von anderen Drogen? Was ist das Urteil über einen Sünder, der abhängig ist von einer Sünde? Allah Azza wa Jalla beschreibt die Gläubigen, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشًا أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah beschreibt die Muhsinin, diejenigen, die, wenn sie eine Fahisha machen, bedeutet Zina. Kann ein Muhsin, der die höchste Glaubensstufe hat, auch Zina machen? Allah bestätigt das in dieser Ayah. Und diejenigen, die, wenn sie eine Fahisha machen oder sich selbst Unrecht antun, sündigen, so bitten sie Allah um Vergebung, und niemand vergibt die Sünden außer Allah und daraufhin nicht weiter fortfahren, mit diesen Sünden weiterzumachen. Deswegen sagen die Gelehrten, die kleinen Sünden werden dir alle vergeben, Yawm al-Qiyamah, außer du hast darauf beharrt und sie immer weitergemacht. Mit anderen Worten, wir müssen sie lassen. Es gibt keinen Weg. Und kleine, was ist kleine Sünde? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über diese sogenannten kleinen Sünden. Er sagte: "Iyyakum wa muhaqqarati adh-dhunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikna." Weh euch, dass ihr euch sicher fühlt vor den einfachen kleinen Sünden, denn sie werden am Tage der Auferstehung sich versammeln über einen Diener, bis sie ihn vernichten. Und deswegen sollen wir das nicht klein sehen. Und eine kleine Sünde kann zur was? Zur großen Sünde werden. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, La kabira ma'a istighfar, wa la sagira ma'a al-isra. Keine große Sünde wird Allah dir hier anrechnen, wenn du richtig Allah um Vergebung gebeten hast. Das heißt, wenn du auch eine große Sünde gemacht hast, aber deine Reue war so stark, dann wird sie bei Allah nicht mehr als groß gerechnet, sondern als klein. Aber wenn du eine kleine Sünde gemacht hast, ohne Gottesfurcht, und dir war Allah Azza wa Jalla egal in diesem Moment, so kann diese kleine Sünde zur großen Sünde werden. Und das ist das Gefährliche. Ich sage euch klar, es bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Sünden zu lassen. Es gibt keinen Ausweg. Kann sein, dass dir ein anderer etwas anderes sagt, aber der betrügt dich. Die Ayah ist klar, und sie fahren nicht fort mit diesen Sünden. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Und sie fahren nicht fort, diese Sünden zu machen, während sie es wissen oder nicht wissen. Weißt du es? Und ich weiß es. Na.